Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die Präpokalypse. Was nochmal? Klebeband. Ah, Klebeband habe ich wieder leer gemacht. Oh, Typ aller. Richtiger Typ. Oh oh. Oh oh. Junge Frau. Hören Sie auf, sich zu bewegen. Wir rollen. Ist ja noch einer. Ich hab Polizei. Müssen wir jetzt nicht unbedingt die ganze Muni verballern tagsüber. Da. Hammer. So nämlich. Ab mit dem Kopf. Voll nice. Das ist ja über nice. Die Machete, Alter. Komplette Killermaschine. Hat der da einen Sack fallen? Oh ne. Dachte kurz, da wäre ein blauer Lootsack, aber waren die Überreste vom Putzilisten. Gut. Die Machete, Alter. Okay. Pizza haben freigeschaltet. Toll. Okay, was war der Plan? Ach so, eine Werkbank wollten wir eigentlich noch fertigen hier. Klebeband. Nägel fehlen. Nägel fehlen. Passt. Haben wir halt noch ein paar übrig, ist ja nicht so schlimm. Ja, ich habe auch tatsächlich mich beim letzten Mal, habe ich mir schön direkt alles gebaut hier für die Dingsung, ne? Für zum Anbeizeug. Ist das Wort, was ich suche? Bergbauung, und habe vergessen, dass wir vorher noch die Quest machen wollten. Habe ich vergessen, ja. So. Fertigen Sie diese Werkbank, sehr gut. Dann kann der Rest hier rein. Muni haben wir heutzutage hier unten. Brass, Brass, wir brauchen Brass. Es geht, Alter. Patronenhülsen und Geschossspitzen. Sehr gut. Zack, hier kommt die Muni mit rein. 300 Schuss, High Power, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist ein gutes Gut. Tatsächlich auch. Macht das aus hier. Kleber haben wir auch schon wieder 23 Stück. Sehr, sehr gut. Es läuft alles sehr, sehr gut. So nämlich. So, dann gehen wir jetzt nochmal buddeln. Und dann aber wirklich in die Mine, Leute. Mit Eisen und dann nochmal ein bisschen Eisen organisiert. Wenn wir damit fertig sind, machen wir nochmal ein bisschen Eisen. Aber tatsächlich, der Plan ist jetzt, die ganze Nacht Eisen zu machen. Wenn wir jetzt hier gebuddelt haben, gehen wir in die Eisenmine und kommen nicht wieder raus, bevor es nicht vor der Tag ist. Hell wird sogar. Tatsächlich, ich will jetzt sehr viel Eisen haben.
Und ich will aber auch Leuten mit meiner Machete den Kopf abschlagen, weil es Spaß macht. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Das Krassomat-Kombinat mit dem Oberlippenbart. Apropos Oberlippenbart, Leute. wollen wir noch mal ein bisschen über das Alter sprechen, was der Körper so mit einem macht? Kannst du dir nicht ausdenken. Also sind ja so Kleinigkeiten dann, aber wo ich so denke, hallo ey, was soll das? Pass mal auf. Ich bin ja jetzt alt, ne? So. Und ich war nicht immer alt. Und ich habe tatsächlich in meinem Leben, ich habe nicht so starken Bartwuchs, ja? Und das mal, also ich habe legit mich den größten Teil meines Lebens einmal im Monat oder so rasieren müssen, weil ich wirklich nicht viel Bartwuchs habe. Und mit zunehmendem Alter ist es so auf der Oberlippe ein bisschen mehr geworden, aber auch nicht viel. Und das war so blond und das hat man immer nicht gesehen und ich habe das immer gemerkt, ich hatte dann so an den Mundwinkeln hatte ich dann so lange Haare, die dann so runtergehungen haben. Hat man nicht gesehen, hat niemand gestört. Und das war immer der Grund für mich, mich so einmal im Monat zu rasieren, weil stört er dann doch irgendwann. Und das war immer okay. Bis vor, was wird das sein, 2 Jahren? Ich hatte immer so ein paar Härchen am Kinn. Unterm Kinn, auf der Wange hat man so einzelne Haare, kennt ihr vielleicht auch. Und jetzt haben sich diese Haare unterm Kinn vermehrt. Jetzt habe ich unterm Kinn, ich weiß gar nicht, wie ist das deutsche Wort für ein Goatee? Wenn man so um den Mund rum einmal Bart hat, das habe ich unterm Kinn. Da habe ich so ein Loch in der Mitte. Das nervt komplett. Also das sieht auch scheiße aus. Und jetzt kommt der große Witz daran. Ich, wie gesagt, ich bin alt und ich bin entsprechend, bin ich auch ergraut schon an vielen Stellen auf dem Kopf. Also als ich das letzte Mal, ich war ja während Corona, war ich nicht beim Friseur mehr. Nach dem zweiten Lockdown war ich nicht mehr beim Friseur, weil war ja zu. Und dann habe ich einfach wachsen lassen. So. Und dann war ich jetzt vor ein paar Monaten war ich wieder beim Friseur, habe gesagt, runter mit der Matte. Und ich habe so einen Schreck bekommen, wie grau diese Haare waren, die Frau da runtergeschnitten hat, ne? So, aber jetzt, um den Bogen zurückzuschlagen, die beschissenen Kackhaare unter meinem Kinn, die sind schwarz wie die Nacht. Während ansonsten auf dem Kopf ich immer weiter ergraue und ich eigentlich auch ein blonder Typ bin. Richtig dunkle Haare. Und das sieht so scheiße aus und die wachsen so schnell und jetzt muss ich mich halt, also einmal die Woche muss ich mich jetzt rasieren halt, ne? Nur wegen dieser Kackhaare da unterm Kinn. Also ich habe mich legit in den letzten 3 Jahren habe ich mich, glaube ich, so oft rasiert wie in meinem ganzen Leben zuvor zusammen. Das war schon die längste Zeit ein Segen. Also wenn man jung ist, dann ist das irgendwie unangenehm. So. Also als ich Jugendlicher war, war das irgendwie doof. Alle haben so Bart, du nicht, und du bist voll der Milchbubi und so. Aber so, wenn man dann anfängt, junger Erwachsener zu werden, und dann richtiger Erwachsener, dann weiß man das schon zu schätzen, dass man sich nicht so oft rasieren muss wie andere Leute. Das war schon cool. Ja. Aber die Zeiten sind leider vorbei. Weil ich schwarze Haare und am Kinn habe in rauen Mengen. Komplett unangenehm. Finde ich doof. Ja, so ist es. Während mein Haupthaar heller wird, werden meine Kinnhaare dunkler. Komplette Scheiße. Mit der Scheiße hier. So. Doppeltaschenmod. Weiß ich nicht. Die Laufschuhe-Mod. Kältewiderstand, Hitzewiderstand? Warum macht das nicht? Ah, erhöht die Laufgeschwindigkeit um 10%. Na, also, das, sowas würde ich dort lesen. Das will ich dort, das wollte ich doch. Schmuck. Isolierung, Schmisolierung, sagt man auch in Fachkreisen. Lieber schneller laufen. Weiß ich nicht. Dreifachtaschenmod, Vierfachtaschenmod hätte ich jetzt auf jeden Fall gelernt, aber die. Weiß ich nicht.
Weiß es nicht, weiß es wirklich nicht. Unentschlossen. Dich mach ich nochmal leer, du Arschloch. Weiß ich nicht. Bin ich unentschlossen. Bin ich unentschlossen. Haben wir denn Mod-Slots? Hier könnten wir zwei reinmachen. Hier eine. Hier keine. Das ist drei. Das wären sechs Taschenblätter. Zwei, vier, sechs. Das lohnt sich nicht, Leute. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Und kostet bestimmt auch wieder. Haben wir ja gerade gar nicht. Warte. Sag mal. Doppeltaschenmod für Rüstung. Nähsets haben wir gerade gar keine. Kann man eigentlich Nähsets selber machen? Nee. Nee, nicht Nägel. Nee, kann man nicht. Okay, das heißt, wir müssen wieder mehr Nähsets looten. Hallo Rekt, ich habe deine Sachen für dich ausgebuddelt. Nein, würde mir nicht einfallen. So. Und dann verkaufe ich dir das und das. Und das reicht. Die heben wir trotzdem mal auf, die Isolierungsmod, einfach das Prinzip. Ach, ich hätte wieder meine Magnum in die Hand nehmen wollen. Naja, jut. Naja, jut. War nur Spaß, Rekt. Hab dich lieb, pass auf dich auf. Oh, hallo. Oh, hallo. Das sind ja mal ein paar. Was ist das so? Was ist das denn für eine Horde? Crazy seid ihr viele. Tag. Oh. Hey. Viele seid ihr. Sehr viele. Otto. Sehr viele. Das waren ja mal viele. Geil. Machete Beste. Machete mega gut. Mega gut. Jail. Jail, jail, jail. Landwirthandschuhe. Das war schön. So. Aber genug Schabernack. Ab in die Mine. Wir werden in die Minen gehen. Warte. Lass uns mal kurz umziehen schon mal. So nämlich. Geil. Nicht optisch auch hübsch, das Bergarbeiter-Set. So. Und was wir jetzt aber machen... Die Mod gar nicht drin. Na gut. Was wir jetzt aber machen, weil ich es gerade gesehen habe, wir haben sehr viele Punkte. Wir haben sehr viele Punkte. So, wir skillen mal den Revolverhelden aus. Und dann machen wir doch zwei Punkte in Hauptader, einfach damit es schneller geht. Und dann geht's ab in Wirbelwind. Messerangriffe sind 17% schneller. Das ist geil. So. Und dann wollte ich schauen, ob wir das entsprechende Buch schon haben. Nein, schade. Genau das hätte ich jetzt gerne gehabt. Sammle 10% mehr Erz, wenn du unter dem Einfluss eines Koffeinschubs stehst. Haben wir leider nicht. Na gut. So, dann Kuchen. Kaffee. Es ist Kaffee- und Kuchenzeit.
Und los geht's. Geil. Wie kommt da raus? Viel. Sehr viel. 300 von zwei Blöcken. Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. 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 Wahrscheinlich wollen wir auch noch mal ein bisschen Gravel buddeln, weil ich gesehen habe, dass unser Sand leer war. Beim Konkretisieren, wisst ihr? Lol. Unsere Ausdauer geht einfach nicht leer. Ach, vielleicht hätten wir... Was war das für ein Geräusch? So eine Stahlspitzhacke basteln wollen. Was war das für ein Geräusch? Bist du in Ordnung? Bist du in Ordnung? Ja, da hätten wir vielleicht unsere Stahlspitzhacke vorbereiten wollen. Naja, nicht so schlimm. Nicht so schlimm, geht schon, oder? Machen wir lieber direkt eine geile Stahlspitzhacke dann. Mit der geht's ja auch gut, guck mal. Können wir mit dem Koffeinschub... Mit dem Koffein... Mit dem Bergarbeiter-Set... Junge Frau! Schließ! Abgebaut. Direkt ein bisschen Potassium noch kassiert. Verlieren wir ja kaum Ausdauer, selbst mit schweren Angriffen. Das geht doch schnell. Das geht doch bitte gut hier, Leute. Guck mal. Guck mal. Guckt ihr überhaupt? Geil. Ich freue mich. Das ist geil. Das ist geil. Und jetzt machen wir ein bisschen leichte Angriffe, damit die Ausdauer wieder voll geht. Ja, sehr geil. Mhm. Ja, 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 ja. Das ist doch bitte prima. Das ist doch bitte prima, meine Lieben. Toll. Toll, 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 toll. Toll, toll, toll. So, Ausdauer voll, ab geht's. Jetzt hab ich nur... Wir brauchen eine Helmlicht-Mod. Ich finde das Nachtsicht-Ding nicht so geil. Jetzt wird's ja gleich wieder zappenduster. Und vor allem muss ich jetzt mit den Mods rumhampeln. I don't like it. Und wir müssen es machen. Weil ich sehe jetzt schon wenig. Nachtsichtmod hier raus. Nachtsichtmod hier rein. Zack. So. Tut mir leid. Jetzt sind wir Black and White Gaming hier. Black and White. Unite, unite. Stand auf seinem Schild. White and Black. Die Schranken weg. Und der war ganz allein. Bam! Miau! Katze hat auch schon Bock. So, 22.39 Uhr. Die Nacht ist noch jung. Wir haben gerade erst angefangen zu bullen. Wir haben schon 4000 Eisen auf Tash. Sehr, sehr geil. Vielleicht wollen wir dann doch gar nicht die ganze Nacht buddeln, wenn ich so drüber nachdenke. Wo ist er? Ja. Keine Lust, dass der mir auf den Kopf fällt. Wenn das so schnell geht mit dem Eisen hier, möchte ich vielleicht Speedy Gonzales-mäßig das dann schon mal in die Schmiede werfen einfach. Weil es ja schön und gut, wenn wir viel Eisen haben, um Stahl zu produzieren. Aber das dauert ja auch, ehe das fertig ist. Das geht ja nicht so schnell. Muss dann erstmal da reingeschmolzen werden, dann müssen wir wieder rausschmelzen. Weiter rein, raus, Spielchen, ihr kennt es. Aber vielleicht machen wir dann nochmal eine kleine Potassium- und Kohletour. Wobei ja jetzt tatsächlich der begrenzende Faktor irgendwo das Blei geworden ist, ne? Das ist noch selten. Aber ich habe auch selten, ehrlich gesagt, High-Power-Munition gemacht. Ich
habe ja meistens eher mit Sniper-Gewehren und M60 gespielt. Schrägstrich Shotguns. Da habe ich halt immer die AP-Muni gemacht. Und die AP-Muni, die kostet ja nicht mehr Blei, sondern mehr Schießpulver. Die High-Power-Muni kostet halt nochmal mehr Blei. Ausgesorgt. Wobei Folgefrage. Haben wir gerade drüber gesprochen, über die Stahlachs-Situation. Wenn vielleicht doch einfach eine Stahlspitzhacke machen, müssen wir die hier nicht nochmal reparieren, wisst ihr? Müssen wir die hier nicht nochmal reparieren? Wobei, die zu reparieren kostet halt jetzt ein Eisen und einen Klebeband. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Das ist schon okay. Das ist schon okay, Leute. Reparieren wir die halt nochmal. Wir müssen jetzt keine grüne Stahlspitzhacke bauen. Ugh. Frage ist, aber bei... Doch, ich glaube, bei der Spitzhacke lohnt sich das, direkt auf Legendär zu gehen, oder? Also, ne? Ihr kennt ja meine Einstellung zur Schaufel. Mit der blauen Eisenschaufel one-hitten wir eh alles. Da brauche ich keine lila Stahlschaufel. Aber bei der Spitzhacke und der Axt können wir schon auf episch losgehen. Wie fehlt uns da noch? Da kann uns auch nicht so viel fehlen. Na gut, wir sind jetzt bei grün. Das ist jetzt natürlich dann nochmal... Ist nochmal ein bisschen bis lila, ne? Erntewerkzeuge hier. Und bei 61 schalten wir die mechanischen frei. Das heißt, so bei 58 sind wir wahrscheinlich mit fertig. Die mechanischen Werkzeuge benutze ich sehr ungern in YouTube-Situationen. Aus Lärmgründen. Weil es sehr laut ist. Sehr, sehr laut. Ich mag das nicht. Das mag ich nicht. So. Huch. Die benutze ich sehr ungern in solchen Situationen. Obwohl die es natürlich auch nochmal wirklich beschleunigen, ne? Aber ist nicht so wichtig. So, wir haben 10.000, das reicht erstmal für heute. Würde ich sagen, dann gehen wir das einmal anwerfen, den Spaß. Ich glaube, dann gehen wir wirklich noch ein bisschen Potassium und Kohle holen. Dann hoffen wir... Oh, Wolf! Und dann hoffen wir... So, frech abgebogen einfach. Dann hoffen wir, dass der Mann unsere schöne befallenen Quest noch gibt, ne? Unsere Fischfalle müsste auch fertig sein wieder, oder? Ja. Oh, hier war auch Getreide drin. I like it. Müssen wir auch, neue Kühe dafür basteln. Du dumme Maus. Oh, die ist ja bewaffnet. Der hat ein Messer in der Hand. Aber sie hat halt nur ein Bein jetzt noch. Was will sie machen? Was willst du machen, junge Frau? Ach, die Feuermod bräuchten wir noch für unsere Machete. Stimmt, die Feuermod. Das finde ich gerade bei den Messern und bei der Machete auch immer geil. Wenn man die Blutung und das Feuer so schön stackt und dann sind die komplett vollgedortet bis oben hin. Warte mal, die Bewaffneten sind auch grün eigentlich, ne?
Ist mir vorhin schon mal bei irgendwem aufgefallen. Und jetzt bei der nochmal. Ja, wir haben nicht so viele Stahlwerkzeugteile. Hm. So will ich gar nicht. Jetzt wollte ich gerade schon hier mein Bergarbeiter-Set auspacken. Will ich aber eigentlich wirklich gar nicht. Weil... Wir gehen ja nochmal los. Oder? So. Das kommt alles da rein. Einmal Silber, einmal dies. Einmal das. Gib mal, mach mal so. Mach mal so. Genau. Oh. Kommen dann hier die 1000 Brass noch her? Brass. Wir brauchen Brass. Es geht, Alter. So. Mehr High Power Magnum Munition. Die werden wir eh für immer brauchen, tatsächlich. Aus dem einfachen Grunde. Dass ja unsere Endgame-Waffe auch die Desert Vulture ist, die auch die 44er Munition verschießt. So, ein Rohr. Eine Ibu. Bip, bip. Nochmal ein bisschen Beton anmischen. Zack, zack. Hier kann schon mal wieder weiter Strahl rausgepresst werden. So. Und direkt los. Ja, wobei. Ja, egal. Haben ist besser als brauchen. Machen wir jetzt mal auf die Schnelle. Ja, machen wir mal eben noch ein bisschen. War das eigentlich schon unser dritter Wolf? Hä? Wir haben auf jeden Fall schon mehr als ein Reh. Und wir haben auch mehr als zwei Kojoten. Scheiße. Na gut, müssen wir nochmal in die Wüste. Finde ich irritierend. Na gut. Ja. So, lass uns das mal jetzt anständig machen hier. So, können wir natürlich auch... vollständiges Bergarbeiter-Set Bonus aktiviert. Diesmal mit einem halbwegs vernünftigen Weg raus. Hier. Wie viel mehr ist das eigentlich? Habt ihr aufgepasst, wie viel wir beim letzten Mal rausbekommen haben hier pro Block? Wir sind jetzt 77 pro Block. Finden wir das gut? Lohnt sich das? Lohnt sich bestimmt. Aber wenn wir jetzt noch das Buch hätten, ne? Mit dem Bonus für unter Koffeinschub stehen. Hm. Das wäre toll. Aber jetzt, man kann halt nicht alles haben, ne? Du kannst zwar alles, warte, wie war das? Kannst zwar alles essen, aber nicht alles wissen. War das so? Ging das so in der Werbung? Ach, ich bin so werbeverblödet, meine Lieben. Die 90er Jahre waren nicht gut für mein kleines kindliches Gehirn. Ach ja. Nicht so schlimm. Hat's mir geschadet? Wahrscheinlich schon. Aber ist ja trotzdem alles nochmal glimpflich ausgegangen. Ich bin ein ganz vernünftiger Typ geworden. Schwing! Schwang! Schwung! Ah ja. Na nü? Er mit dem Potetlium. Er mit dem Potetlium gibt Potetlium her. Eigentlich, ja, wobei,
So richtig dringend jetzt nochmal. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob wir nochmal ein bisschen mehr Potassium holen wollen, statt Kohle. Also Kohle auch, aber mehr Potassium als Kohle aus Landwirtschaftsgründen. Aber brauchen wir eigentlich nicht dringend, oder? Stehen wir beim Essen sehr gut da. Kaffee auch. Ach, Kaffee hätte ich mir reinschaffen können. Naja. Brauchen wir eigentlich nicht dringend. Bin entschlossen. Unentschlossen. Der Unentschlossene als Feen ist unentschlossen. Und wie sich das hier gerade darstellt mit der Ausdauer, brauche ich auch keinen Kaffee trinken. Solange wie ich nicht das Buch habe, dass ich unter Kaffeeeinsatz mehr Sachen kriege. Brauchen wir nicht. So, 2000 reicht. Ab zur Kohlemine. Huch. So. Habe ich gar keine Lampe am Minibike? Lieber Herr Baum, es tut mir sehr leid, aber Sie sind ein Sicherheitsrisiko. Sie behindern die Sicht in erheblichem Maße. Deswegen fordere ich Sie auf, sich unverzüglich von dieser Stelle zu entfernen. Dankeschön, sehr nett. Man muss mit Leuten nur nett sprechen. Man muss nicht immer gleich. Naja, wir haben schon Gewalt angewendet. Stimmt schon. Aber es ist kein Grund, ihn zu beleidigen. Versteht ihr? Kann man doch alles höflich regeln. Schau ich mir jetzt aber nochmal einen Kaffee rein, oder? Um ihn Durst. Warum nicht? Why not? So. Hier erkenne ich ja nur wirklich gar nichts. Weder auf die eine noch auf die andere Weise. Also hier wäre jetzt die Helmlichtmod wirklich der absolute MVP. So sehe ich nicht, was Kohle und was Stein ist. Und so sehe ich auch nicht, was Kohle und was Stein ist. Das ist wirklich unangenehm. Okay. Oh. Mischt sich auch noch Eisen ein. Frech. Eisenmine ist da hinten. Genau. Blei hätte ich jetzt genossen. Und Genossinnen. Genossen und Genossinnen, verstehst du? Leider, leider, leider. Ach du Scheiße, ist ja Tag 14. Das ist natürlich wieder so eine Situation, ne? Eigentlich hätte ich aufhören wollen nach der Folge für heute. Aber Tag 14 traue ich mich natürlich wieder nicht auszuloggen. Aus Angst, dass wieder Sachen kaputt gehen und dann keine Horde kommt. Auch wenn das wirklich eine altbackene Sorge ist, glaube ich. Das ist trotzdem immer noch eine Sorge, die ich habe. Ja. Ja. Das war den Eisen geschlagen. Ekelhaf. Ekelhaf. Wie machen wir das? Wie machen wir das, Leute? Weiterspielen heißt jetzt noch mindestens eine Stunde. Jetzt noch mindestens eine Stunde.
will ich eigentlich nicht. Will ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich muss es tatsächlich drauf ankommen lassen, meine Lieben. Wir müssen es drauf ankommen lassen, dass alles gut wird. Immer der falsche Knopf. So. Müssen wir darauf ankommen lassen, dass alles gut wird, nicht wahr? Ja, ja. Na, das hätte ich vorher, das hätte ich besser planen müssen. Hätte ich vor dieser Folge aufhören müssen. Oh, okay, dann drückt mir die Daumen. Ich meine, wie gesagt, es ist, glaube ich, schon länger kein wirkliches Problem mehr. Aber ich bin da halt noch gestört von früher. Wenn du da am Hordetag ausgelockt hast, dann ist manchmal die Horde einfach nicht gespawnt. Da habe ich jetzt halt Angst vor. Da habe ich Angst. Everything's for sale. Buy or buy. Just get the fuck out of here. What the hell do you want this time? Ich möchte dir meine Sachen verkaufen. A sale is a sale. Und dann möchte ich von dir wissen, aha, gefallen beseitigt. Can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Dankeschön, voll nett direkt. Wünscht mir viel Glück. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Voll der nette Mann. Arschloch. Gut. Das ist nicht viel Muni, was wir hier haben, sehe ich gerade. Wir haben uns was verballert schon. Achso, aber das habe ich ja mit Absicht gemacht. Ja, ja, genau. Das haben wir mit Absicht gemacht. Das haben wir ja mit Absicht gemacht. Guck mal. Haben wir erstmal, würde ich sagen. So, und hier ist nämlich... Das ist ja die relevante Muni hier, die High Power. Gut. Gut, ja, Blei ist eine Sache. Sollen wir mal, wir schmelzen mal das hier auch erstmal ein. Wenn es dann dazu kommen sollte... So, mach so. Wenn es dann dazu kommen sollte, dass wir doch die Shotgun-Pellets brauchen, dann können wir uns die immer noch zurechtschmelzen. So, da ist nicht viel passiert hier, kann es sein? Oh Gott, 64 ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen, das ist schon nicht so schlecht. Nicht so verkehrt. So nämlich. Kaffee lassen wir hier. Brauchen wir beim Questen nicht dringend. Ebenso wenig wie das Bergbauset. Das brauchen wir auch nutzen. Gut, meine Lieben. Wie viel Zement da ist das jetzt? 1600. Das ist okay. Das ist ganz okay, würde ich sagen. Gut, meine Lieben. Dann gehen wir nochmal questen ein bisschen. Hier sind, können wir auch das essen, ehrlich gesagt. Dann noch ein bisschen questen und dann gehen wir upgraden und dann ist auch schon Horde. Aber alles das nicht mehr heute. Das machen wir beim oder ab dem nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play 7 Days to Die Präpokalypse. Bedanke mich ganz recht herzlich bei euch, dass ihr wieder zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch auch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüssli Müsli!